Ein Dreieck und ein Quadrat haben denselben Umfang. Die Seiten des Dreiecks messen 15,5 cm, 11,6 cm und 8,9 cm. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt des Quadrats in Quadratzentimetern? Zeichnen wir ein Dreieck und ein Quadrat. Die Zeichnung muss nicht unbedingt präzise sein, ein Schema reicht. Wir wissen, dass die drei Seiten von dem Dreieck 15,5, 11,6 und 8,9 Zentimeter messen. Also beträgt der Umfang von diesem Dreieck die Summe dieser drei Zahlen, das heißt 36 Zentimeter. Benennen wir die Seitenlänge des Quadrats mit x, dann wissen wir, dass der Umfang vom Quadrat viermal diese Zahl x ist. Aber der Umfang von dem Quadrat ist derselbe wie der von dem Dreieck. Also ist der Umfang des Quadrats 36 Zentimeter. Und somit wissen wir, dass 4 mal x 36 sein muss, woraus wir schließen, dass x 9 Zentimeter ist. Die Seitenlänge des Quadrats misst also 9 Zentimeter und demzufolge ist der Flächeninhalt des Quadrats gleich zu 9 mal 9, das heißt 81 Quadratzentimeter. Somit ist die Antwort E also die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.